Heyo zusammen und herzlich willkommen zu einem Gammel-Vlog. Ja, so sieht ein Yari aus, wenn es frei hat und schon zweimal geduscht hat und gerade zwei Videos aufgenommen hat und es einfach viel, viel zu heiß für irgendwas ist. Also nicht wundern, wenn ich heute so ranzig aussehe. Es ist einfach viel zu warm, um irgendwas anderes zu tun, als im T-Shirt hier zu sitzen und zu schwitzen. Irgendwie gefühlt. Aber ich hatte noch vor, ein spezielles Extra-Video als Fazit-Video zum Brothers zu machen. Und das verpacke ich jetzt einfach in meinem Vlog, glaube ich, weil das wohl das Einfachste ist. Und es gibt da auch noch das eine oder andere, was ich zusätzlich sagen wollte. Kurzer Fun-Fact zu meinem T-Shirt. Ich hatte mal eine sehr, 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 sehr gute Freundin, habe sie immer noch, by the way, sie ist immer noch meine beste Freundin, die ein Austauschjahr in London gemacht hat. Und sie fährt gelegentlich immer mal wieder nach London, um Leute zu besuchen, die sie da kennt und so. Und hat mir damals aus London dieses T-Shirt mitgebracht. Das mit dem Crazy Idiot kann man übrigens wörtlich nehmen. Hätte ich damals schon gewusst, dass ich heute, jetzt, momentan so furchtbar gerne nach London fahren würde, wäre ich damals wahrscheinlich mitgefahren. Aber damals war so mein Harry Potter-Hype noch nicht so aktuell, wie er es jetzt ist. Und wo ich schon bei Harry Potter bin, ich hatte ja vor, eine Reihe zu starten, beziehungsweise auf jeden Fall auch den XXL Harry Potter Tag zu machen. Ich habe ihn auch schon mal gemacht, aber er war sehr, sehr, sehr Marauders-lastig. Also für alle, die keine Marauders-Fans sind, wäre das wahrscheinlich ziemlich langweilig und öde, weil ich einfach kontinuierlich eine halbe Stunde fast nur über die Marauders gequatscht habe. Und hin und wieder mal ein bisschen was anderes, selbst wenn es um die Schauspieler ging, habe ich über die Marauders gequatscht. Also ihr seht, das ist halt alles nicht sehr abwechslungsreich. Und deswegen, ja, muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt so hochlade oder ob ich das Ganze vielleicht nochmal neu aufnehme oder so. Mal schauen. Was ich zuerst ansprechen wollte, war, ich habe ja die letzten sechs Videos, die ich hochgeladen habe, einer Reihe gewidmet. Und diese Reihe ist jetzt zu Ende. Es war eine sehr kurze zu Brothers. Das Spiel ist halt relativ kurz und es hat insgesamt nur sechs Parts. Und deswegen, da ich jetzt das letzte hochgeladen habe, kann ich jetzt halt dieses Fazit machen. Aber dadurch, dass ich diese sechs Videos direkt hintereinander hochgeladen habe, habe ich andere Videos bzw. andere Let's Play-Projekte etwas vernachlässigt. Unter anderem Dark Project, was ich jetzt heute dann ändern wollte. Ich wollte heute dann den nächsten Part aufnehmen. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Dark Project ist noch nicht vorbei. Es geht weiter. Spoiler. Egal. Ja, es geht weiter. Ohne jetzt aber vorwegnehmen zu wollen, was noch weiterhin passiert, habe ich das nächste Level angezockt und muss zugeben, es ist eines der schwierigsten Level in dem ganzen Spiel. Und ich habe allein für die ersten zwei, nein, drei Gegner eine halbe Stunde Videomaterial. Ich habe einfach 20 Minuten von dieser halben Stunde in irgendeiner Ecke gehockt und habe darauf gewartet, dass ich einen günstigen Moment finde, diese Gegner auszuschalten. Dementsprechend, ihr merkt, das Video ist etwas, beziehungsweise das Level von Dark Project ist etwas schwierig. Ihr merkt, das Level ist relativ schwierig von Dark Project und ich werde wahrscheinlich auch sehr viel schneiden, denn ich habe keine Lust, euch eine halbe Stunde Video anzutun, bei dem ich 20 Minuten in irgendeiner Ecke kauere. Das ist nicht der Sinn der Sache. Deshalb wird in diesem Level viel geschnitten werden. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ich habe euch ja vorgewarnt und es wird nichts rausgeschnitten, was essentiell ist. Also es wird höchstens rausgeschnitten, was auch nicht storyrelevant ist oder so. Wenn ich da jetzt wirklich nur hocke die ganze Zeit und gar nicht spreche, ich habe wirklich auch die meiste Zeit nicht gesprochen, weil es mir irgendwann auch zu blöd war, da irgendwie euch zuzulabern. Deswegen habe ich dann immer Päuschen gemacht und habe das Ganze dann rausgeschnitten. Ich muss zugeben, nach dem ersten Video hatte ich irgendwie dann schon keinen Bock mehr, weil ich wirklich die ganze Zeit nur da rumsaß und 50.000 Mal dabei gestorben bin. Es ist halt. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber es ist relativ schwierig und dementsprechend wird es wahrscheinlich nur ein kleines Weilchen dauern, bis es wirklich mit Dark Project weitergeht und es ist so warm. Zu meinem Fazit. Denn mehr habe ich jetzt erstmal auch, glaube ich, gar nicht zu sagen, sondern ich würde dann ganz gerne direkt zum Fazit übergehen. Überleitung des Todes einfach. Ja, wie schon erwähnt, die letzten sechs Videos habe ich Brother gewidmet. Brothers. Wortspiel, verstehst du? Brothers, Bruder, Bruder, Brother und so. Nein? Verstehst du nicht? Ist egal. Vergessen wir das. Jedenfalls habe ich dieses Spiel unter anderem meinem Bruder gewidmet und habe es dann auch an einem Stück aufgenommen, weil ich mir dachte, das waren ungefähr zwei, zweieinhalb, eventuell 3 Stunden von diesem Spiel,
Was aber wirklich, also man hat es innerhalb von 2 bis 2,5 Stunden wirklich auch schon durchgespielt, wenn man es relativ schnell spielt, weil die erste Hälfte kannte ich ja jetzt nun mal schon, die zweite Hälfte noch nicht. Dementsprechend hat sie mich ziemlich aus den Socken gehauen. Aber die Länge des Spiels ist auch schon irgendwie der erste Punkt, den ich dann ansprechen wollte. Ich habe erst mal so gedacht, weil mein Freund hatte mich ja schon vorgewarnt, es ist ein sehr kurzes Spiel und du hast es wahrscheinlich in 2 Stunden durch. Und ich dachte mir so, what? Was ist denn dann so ein 2-Stunden-Spiel so besonders? Ja, ich wurde eines Besseren belehrt, sozusagen. Weil ihr wisst ja, ich bin ein sehr, sehr großer Fan dieses Spiels. Ich bin mega begeistert davon und es hat mich unfassbar berührt. Ich bin es immer wieder in den Himmel am Loben, ihr merkt es schon. Und die haben in diese 2,5 oder 3 Stunden Spielzeit so unglaublich viel reingepackt, dass ich davon einfach nur begeistert sein konnte. Das ist einfach im Prinzip so ein Abenteuer, was man erlebt in diesen 2 Stunden. Man lernt die Jungs kennen, man lernt sie wirklich so insofern kennen, dass man merkt, so ja, der Kleinere, der kann halt gut mit Tieren, der ist der Freche, der Lustige, der Spaßvogel und der Große, der ist halt eher so der Vernünftigere, der Verantwortungsbewusste, derjenige, der so die Planung in der Hand hat, der einfach den Weg vorgibt und der Kleine, der läuft ihm dann mehr oder weniger hinterher. Ja, also man lernt die beiden kennen und sie wachsen einem wirklich innerhalb dieser verschiedenen Aufgaben. Ich glaube, es sind ja im Prinzip so nur 4 oder 5 Aufgaben, die man dann wirklich hat. Da wachsen einem die Jungs so sehr ans Herz und man lernt sie wirklich lieben. Das ist total genial. Und am Ende, dadurch, dass man sie so gut kennengelernt hat und so ins Herz geschlossen hat, deshalb trauert man am Ende natürlich auch umso mehr. Also für alle, die das Spiel noch nicht komplett kennen und die das Let's Play nicht komplett gesehen haben, gibt es jetzt hier wahrscheinlich einige Spoiler. Also, ne? Entweder ihr schaut euch das Let's Play kurz vorher an oder ihr werdet hier des Todes gespoilert, weil das Ende, der Twist, dieser besondere, der am Ende kommt, der wird hier von mir definitiv auch genannt werden. Von daher, nur um euch kurz vorzuwarnen. Deshalb, wobei stehen geblieben. Genau, deshalb, weil die einem so ans Herz wachsen, trauert man natürlich auch umso mehr ganz am Ende, wenn dann. Der große Bruder heißt übrigens Naya, also nicht Naya von Naya passt schon, sondern Naia, ich schreibe es mal eben hier hin. Und der kleinere heißt Nai tatsächlich, so geschrieben. Und habe ich rausgefunden, weil ich das so ein bisschen gegoogelt habe. Ich finde übrigens auch den Soundtrack unheimlich gut, habe ich ja auch schon mal erwähnt. Ich habe mir den auch direkt rausgesucht und mein Freund direkt so: What? Du stehst ja nicht auf traurige Musik, du regst dich immer darüber auf, wenn ich traurige Musik spielen lasse. Ist richtig. Ich mag eigentlich so traurige Musik überhaupt nicht, aber dadurch, dass ich dieses Spiel so liebe und das Ganze natürlich in Verbindung mit diesem Spiel bringe, liebe ich diesen Soundtrack einfach nur abgöttisch. Und ich gerade den ersten Song, der so im Intro immer zu, mein Gott, mein Stuhl, jetzt halt mal die Fresse, ey. Gerade diesen ersten Song, der so im Intro immer am Abspielen ist, mit diesen Trommeln dann auch noch so im Hintergrund, den spiele ich halt sehr, sehr oft. Ich lasse ihn auch sehr oft beim Zeichnen so ein bisschen im Hintergrund laufen, weil ich das einfach total liebe. Und wer meinen ersten Part gesehen hat, ich schweife jetzt total ab, das wird ein mega langer Vlog, es tut mir sehr leid, aber das ist einfach nur mal für mich ein sehr, sehr emotionales, ein sehr wichtiges Thema auch. Ganz am Anfang habe ich ja angesprochen, dass mich dieses gesamte Spiel an eine Story von mir erinnert, mit Namen Animal Fighter. Und ich habe die Story damals angefangen, als ich 14 war, glaube ich. Da ist mir damals die Idee gekommen. Und ich habe lange, lange, lange da nicht mehr weitergeschrieben, beziehungsweise habe überhaupt die Story irgendwo in meinem Hinterstübchen vergraben und habe sie nie wieder rausgeholt gefühlt. Und jetzt, gerade nach diesem Spiel, bin ich wieder dabei zu planen. Ich habe mir das Ganze nochmal durchgelesen und dementsprechend dadurch, dass ich mit 14 angefangen habe zu schreiben, bin ich von dem Ganzen nicht mehr sehr begeistert und werde alles wahrscheinlich nochmal neu schreiben. Aber ich bin wieder ziemlich geflasht von meiner Story, muss ich zugeben. Und ich bin dabei, meine Charaktere ein bisschen zu redesignen. Ich habe hier so ein schönes Skizzenbuch, was ich mir damals auf der RPC geholt habe und bin da jetzt momentan dabei. Die Brüder neu zu skizzieren. Das hier ist zum Beispiel eins der Bilder, die ich momentan, möchtest du bitte fokussieren, Dankeschön. Eins der Bilder, die ich zu denen jetzt gezeichnet habe. Ich wollte es eigentlich erst bei meinem Urlaub einweihen, aber ich konnte nicht anders. Ich hatte einfach die Ideen und nur damit jetzt keiner meckert, das ist eine Vorlage aus dem Internet. Ich habe es nur so abgezeichnet, weil ich mir den größeren Bruder in meiner Geschichte exakt so vorgestellt habe. Aber wirklich exakt so. Und deswegen habe ich das einfach genommen und hab's nochmal. Ich bin wieder unscharf. Möchtest du bitte refokussieren? Dankeschön. Nein, möchtest du nicht? Ist mir jetzt auch egal. Ich
fand einfach auch die Atmosphäre des Spiels, ich weiß nicht, irgendwie nervt mich, dass das denn nicht fokussiert hier. So, Dankeschön, geht doch. Die Atmosphäre des Spiels fand ich auch von Anfang an wirklich unfassbar gut. Ich habe auch einen Kommentarschreiber namens Surian, ich schreibe es auch mal hier hin, der sehr fleißig Kommentare unter jedes meiner Brothers-Videos geschrieben hat. Vielen Dank erstmal für deine Treue. Ich finde es total toll, dass du dieses Spiel von Anfang bis Ende verfolgt hast. Und der hat auch am Anfang direkt geschrieben, dass er das Design, den Aufbau des Spiels total toll findet. Er oder sie, ich weiß es nicht genau. Es tut mir leid, ich vermännliche immer jeden meiner Zuschauer, weil er ist einfach einfacher zu sagen als sie. Und es gibt nun mal auf YouTube viel mehr Ers. Egal. Gerade als die beiden so das erste Mal schwimmen müssen und der Kleine ja dann irgendwie so ein bisschen Schiss davor hat und sich immer an den Großen festhält. Und da dieser Lichteinfall, das ist einfach schon wahnsinnig schön. Ich finde überhaupt, am Anfang ist das Ganze ja noch sehr fröhlich, sehr bunt, sehr hell gestaltet und später wird es dann immer düsterer und immer dunkler. Und erst als man dann tatsächlich an den Baum kommt und dieses Lebenswasser findet, dann wird es wieder ein kleines bisschen heller. Also es ist so ein bisschen ähnlich wie bei so einer Filmtrilogie, muss ich irgendwie ein bisschen dran denken. Bei Herr der Ringe zum Beispiel ist am Anfang auch so alles total bunt und total schön und Hobbits und das Auenland und alles total toll. Und im zweiten wird es dann irgendwann düster und dunkle Magier und Orks überall und keine Ahnung. Und am Ende wird es dann wieder toll und Aragorn ist König und alle sind glücklich. Und genauso ähnlich war das jetzt halt auch bei dem Spiel. Das ist quasi wie eine Filmtrilogie in 2 Stunden verpackt. Deswegen bin ich ja so furchtbar begeistert davon, was die alles in diese 2 Stunden reingepackt haben. Einfach. Ich habe dieses Spiel nicht umsonst meinem Bruder gewidmet. Ich wiederhole mich auch in diesen Fakt angeht, wiederhole ich mich auch sehr oft. Ich weiß, aber es tut mir sehr leid. Ich konnte während des Spiels gar nicht richtig darüber reden, weil ich jedes Mal in Tränen ausgebrochen bin, wenn ich an meinen Bruder gedacht habe. Weil ich habe es da auch schon erklärt, glaube ich. Ich habe mir tatsächlich irgendwann mal vorgestellt, wie es wäre, wenn es meinen Bruder nicht mehr geben würde. Und das würde mich einfach komplett zerstören. Das würde mich innerlich so zerreißen. Ich glaube, ich wäre nie wieder dieselbe. Das ist wahrscheinlich normal. Aber ich meine, wenn ihr Geschwister habt, dann wirklich achtet eure Geschwister, liebt eure Geschwister, geht niemals im Streit auseinander. Es könnte tatsächlich jederzeit das letzte Mal gewesen sein, dass ihr euch gesehen habt. Jederzeit könnte irgendein Unfall passieren. Irgendwo könnte auf der Straße irgendein betrunkener Idiot euer Geschwisterteil überfahren. Sei es jetzt das große Geschwister, das große Geschwister. sei es jetzt großer Bruder, große Schwester, kleiner Bruder, kleine Schwester. Ist vollkommen egal, was es ist. Aber ich glaube, ich habe in den letzten Jahren viel zu wenig Zeit mit meinem Bruder verbracht. Ich würde gerne viel, viel mehr Zeit mit ihm verbringen können. Und da bietet es sich an, dass ich demnächst mit ihm in Urlaub fahre. Yay! Und da freue ich mich schon unfassbar drauf, wirklich. Jetzt diese freien Tage werde ich nutzen, um einen Koffer zu kaufen und schon mal ein bisschen zu packen und mich doch vorzubereiten. Und ich freue mich auch schon riesig darauf, wenn er dann am Freitag herkommt. Oh, ich hab dich lieb, Krümel. Das nur mal so nebenbei. Ich weiß, ich werde ein bisschen emotional, aber es tut mir leid, ich hab ihn lieb. Nochmal kurz zum Spiel zurück. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ganz am Ende speziell, so in der letzten Szene, dass dieses Spiel gerade so ein bisschen am Ende gezeigt hat, dass der Kleine erwachsen geworden ist. So der Verlust seines Bruders war einfach der eine Schritt, den er noch gebraucht hat, um erwachsen zu werden. Weil jetzt kam er auch im Endeffekt nicht mehr drum herum, wie man gemerkt hat. Er musste ja am Ende auch tatsächlich dann alleine schwimmen. Er musste diese ganzen Sachen, die er vorher mit seinem Bruder gemeinsam gemacht hat oder die sein Bruder übernommen hat, die musste er jetzt alleine machen. Und er hat sie alleine geschafft. Und die Schlüsselszene meiner Meinung nach ist die, ganz am Ende, wirklich die allerletzte Szene, wo sein Vater, der wieder gesund geworden ist, by the way, noch ein Spoiler, wo die beiden am Grab stehen, oder an den Gräbern mittlerweile, der große Bruder ist, liegt ja jetzt mittlerweile neben der toten Mutter, wo die beiden an dem Grab stehen, habe ich das Gefühl, das ist so die Szene, wo man wirklich definitiv merkt, dass der Kleine erwachsen geworden ist. Denn der Vater, der bricht ja dann total trauernd zusammen und bricht in Tränen aus. Und es ist einfach eine wahnsinnig auch emotionale Szene tatsächlich. Da bin ich dann das zweite Mal in Tränen ausgebrochen, einfach als ich das gesehen habe. Und da waren dann alle Hähne offen. Da hat mich nichts mehr gehalten. Der Sohn, also Nahi in dem Fall,
steht einfach daneben, passt seinem Vater halt kurz auf die Schulter, um ihn ein bisschen zu trösten und steht danach aber wieder auf und guckt sehr selbstbewusst und sehr fest in die Zukunft, mehr oder weniger, meiner Meinung nach. Und das ist so, dann fährt die Kamera halt an ihm vorbei und dann ist halt so, dann kommt das Outro, die Credits und so. Und da habe ich so das Gefühl, dass man wirklich gemerkt hat, er ist jetzt erwachsen geworden und er übernimmt jetzt für sich selbst und auch für seinen Vater Verantwortung, was vorher halt der Große übernommen hat, weil der ja auch direkt ankam mit dem Vater auf den Schultern und meinte, hilf mir, er ist krank, wir müssen irgendwas tun. So, ne? Und diese Verantwortung, die der Große vorher für seinen Vater hatte, die hat jetzt der Kleine mit übernommen, weil der Große ja nicht mehr da ist. So, und das finde ich so ein bisschen ist dieses Erwachsenwerden des Kleineren, was da wirklich so im Gesamtpaket gezeigt wurde. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, klar, es geht um die beiden Brüder. Aber der Kleine ist so mehr oder weniger Hauptperson gewesen, weil ja auch ganz am Anfang, man sieht ja auch den Kleineren im Intro, da an diesem Grab sitzen, man sieht in der ersten Szene nur den Kleinen mit seiner Mutter und am Ende sieht man halt auch nur noch den Kleinen mit seinem Vater. Also im Prinzip war der große Bruder nur so ein bisschen Mittel zum Zweck. Ich nehme jetzt gerade dem Spiel so ein bisschen die Magie, das tut mir leid, aber das sind alles so Sachen, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Diese Sorian, ich weiß es nicht, hat am Ende nochmal jetzt beim letzten Part geschrieben, als letzter Satz, danke fürs Zeigen, um dem noch zu antworten, bitte, bitte, sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe es wirklich sehr gerne mit euch geteilt, ich habe es sehr gerne gespielt und dass ich das jetzt wirklich so an einem Teil durchgezogen habe, das ist halt genau das, was ich auf meinem Kanal möchte. Ich möchte Dinge, die mir gefallen, mit euch teilen und wenn mir nun mal etwas momentan so, so sehr ans Herz gewachsen ist, dann lasse ich dafür auch mal alles andere stehen und liegen und zeige euch nur das. Und dadurch, dass mir das so viel bedeutet hat, ja, freut es mich auch, dass es solchen Anklang gefunden hat und dass es euch genauso gefallen hat wie mir. Das freut mich natürlich auch noch mal umso mehr. Um nochmal ganz kurz zum Spiel zurückzukommen, was bei dem so besonders war. Ich fand halt auch die Steuerung sehr interessant. Gerade auch die Tatsache, dass man dann ganz zum Schluss den Interaktionsstick vom großen Bruder quasi mitdrücken musste, um dass der Kleine halt die Sachen alle geschafft hat. So, das ist halt, dadurch kam halt auch nochmal mit dieses Besondere da rein. Dass man halt auch wirklich, ich meine, zwischendrin habe ich die Steuerung immer mal wieder verflucht, weil ich mir dachte so, oh mein Gott, ich weiß jetzt gerade nicht, wo die einen hinlaufen und ich kriege sie nicht. Ah! Dezent verzweifelt manchmal. Aber das war halt mitunter ein Punkt, was diese Spiele so besonders gemacht hat. Okay, jetzt habe ich 20 Minuten gelabert. Wahnsinn! Es tut mir leid. Aber das waren so die Sachen, die ich auf jeden Fall angesprochen haben wollte. Das war es dann auch erstmal schon mit meinen Notizen. Gut, so viel zu meinem Fazit zu Brothers. Falls ihr das Spiel auch selber mal gespielt habt, würde mich mal interessieren, wie ihr es fandet, wie ihr da reagiert habt am Ende und überhaupt auch, falls ihr nur mal ein Let's Play gesehen habt, was haltet ihr von dem Spiel? Möchtet ihr mehr von sowas vielleicht auch auf meinem Kanal sehen? Mehr von diesen Indie-Games? Denn ich finde, die sind immer sehr, sehr interessant gemacht. Gut, wie gesagt, bei dem XXL Harry Potter Tag weiß ich noch nicht, ob ich den so hochlade. Vielleicht mache ich ihn auch einfach nochmal neu. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen zugesagt. Auch mit diesem Special Freier Tag Gammel-Look. Aber muss auch mal sein. Sogar mit ungemachtem Bett hier, Leute. Ich schlafe übrigens immer nur mit diesem Tuch, mit dem da. Da dieses komische da. Weil die Decke einfach viel zu warm ist. Das ist so mein Allround-Tuch. Das hält mich im Winter warm, wenn mir zu kalt ist. Und im Sommer dient es mir als schöne, kühle Decke. Das ist so ein bisschen einfach so mein Mittel für alles. Und ja, dann würde ich sagen, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr dieses Spiel fandet und ob ihr mehr sehen wollt und überhaupt alles, was euch so einfällt, da unten einfach reinpacken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Ich habe da einen komischen Fleck an meiner Wand. Da, da. Das war mal eine Mücke, glaube ich. Die Kamera rastet wieder aus. Yay. Gut, ich habe wieder meine Notizen. Ich habe überlegt, vielleicht irgendwann mal ein Video zu machen, wo ich alle meine Notizen mal zeige, weil da kommen manchmal echt sehr interessante Sachen bei rum. Jetzt kurz nochmal zu meinen, kann ich ja in die Outtakes packen, hier, zu meinen Notizen. Hier geschrieben, hier. Videos aufgenommen, schon nach erstem Part, DPA ist übrigens Dark Project, kein Bock mehr, Level zu schwer, Spoiler. Das sind so die Sachen. Sind so die Sachen, die ich mir dann hier aufschreibe. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, bis ich sitze übrigens schon wieder ziemlich tief. Merkt ihr das? Kamera rastet.
fast aus. Ja, okay, das ist schon ein bisschen besser. Ich bin etwas unscharf, aber das wird sich jetzt genau enden. Wundervoll. So, weiter. Autsch, ich habe ja noch meinen Popschutz vom Aufnehmen gerade. Der übrigens heute nicht da sein will, wo er sein soll. Das Ding ist mir so oft, boah, beim Ausrichten. Ich habe zweimal meine Boxen runtergeschmissen, weil dieses Ding nicht da bleiben wollte, wo es ist. Ich schweife ab, es tut mir leid. Deswegen habe ich das halt übernommen und habe, mich stört das irgendwie gerade. Egal, jetzt stört es mich nicht mehr. Ich muss einfach ein bisschen weiter nach vorne kommen, dann bin ich nicht mehr ganz so unscharf. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ist egal. Ich schweife sowieso wieder viel, viel zu sehr ab. Deswegen mache ich jetzt einfach mal kurz weiter.